Was ich euch heute zeigen möchte, ist ein kurzes Tutorial zum Thema PvP auf der Karte Feindfeuer. Sehr kurz gehalten und knapp. Letztendlich Gameplay ist eure Sache, müsst ihr lügen. Ich wünsche euch viel Spaß bei. Sagen wir mal, fangen wir mal an mit der Karte. Kurz und knapp. Natürlich hier und dort die jeweiligen Spawnlager. Wir haben drei Punkte. Jeweils Close hier in dem Fall für Rot Close mit Far. Was ist zu Feindfeuer dann noch zu sagen? Wir haben also grundsätzlich hier zwei besondere Positionen. Einmal hier an der Stelle und an der Stelle. An diesen beiden Stellen spawnen die sogenannten Lords. Quasi in dem roten Bereich hier. Sobald die Farben tot sind, gibt es einen 150 Punkte Buff. Das sind extra Punkte für das gegnerische Team, und zwar 150. Der steht nachher hier an der Stelle, wird beschützt von Zauberern und Soldaten. Ja, kommt, geht in den Downstate, wenn, sobald man ihn runtergeprügelt hat, und muss gefinished werden. Um hier hinzukommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann einmal das Tor oder das Tor durchschlagen auf der roten Karte oder hier an der Stelle oder an der Stelle auf der blauen. Sobald man diese Türen angreift, ich bin jetzt hier gerade rübergelaufen zur blauen Seite. Gibt es den Hinweis vom Spiel, euer Lager wird angegriffen. Und sobald der Lord angegriffen wird, geht es über in euer Laut wird angegriffen. Das ist aber meistens schon zu spät, wenn es ein koordinierter Angriff ist. Gut, ich bin jetzt hier nochmal zurückgegangen in unser Spawnlager. Also von da oben kommt man raus, läuft los. Auf dieser Karte gibt es ansonsten nichts Spezielles. Ne? Ein normaler Mid-Push geht auch den direkten Weg. Es ist sinnvoll, sich zu überlegen, auch diesen Weg zu benutzen. Na, das gilt jetzt auf der Gegenseite, gibt es das immer genauso. Und zwar aus dem eigenen einfachen Verständnis raus. Zeigt. Dieser Bereich ist halt komplett in der Sicht. Ne? Wenn der Gegner geht hier durch und kommt da rein. Diese Bereiche sind in der Sicht und dieser Weg wird in der Regel nicht genutzt, genauso wie natürlich der. Und wenn man dann da läuft, dann ist man nicht im Ziel. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass wenn man von hier aus kommt, einen kurzen Schwenk machen kann. Hier hoch und zu schauen, ob gerade eine auf Close pusht. Ja, was gibt es noch zu sagen zu Feindfeuer? Besonders ist hier der große Punkt in der Mitte, der sich hier um das ganze Areal umschließt. Und dieses Arenenhafte macht es für Fernkampfklassen recht schön, aus diesem Bereich hier anzugreifen, hier oben, ohne selbst direkt von Nahkämpfern angegriffen zu werden. Und diese leichten Erhöhungen hier in der Mitte geben noch die Möglichkeit, sich herauszuziehen. An der Stelle vielleicht noch ein paar kleiner Tipp am Rande. Also diese Tombstones hier an der Seite sind Springerbell. Da kann man auch raufgehen. Das gibt es überall, also die hier nicht. Aber die hier nicht. Ah, die hier nicht. Es ist aber die dann da, ne? Und das gibt es auf jeder Seite. Und dann kann man versuchen, sich hier zurückzuziehen. Ich hoffe, es ist so kurz und knapp gewesen, wie ich dachte. Vielleicht auch etwas unstrukturiert. Seid da ruhig ehrlich in den Kommentaren. Man kann das ja auch nochmal anpassen. Und dann für sich eine wunderbare Karte zusammengefasst mit zwei Lords, die nochmal das Spiel drehen können. 150 Punkte sind nicht zu verachten. Daher ist eine sehr ausgeglichene Karte für alle Klassen geeignet. Ich wünsche euch dann nochmal viel Spaß, geht ins Spiel, haut rein, und wenn ihr noch eine Gilde sucht, meldet euch. Bis dann, ciao.